Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 24. Dezember, also Heiligabend. Beginnen tun wir mit Tesla. Wir hatten ja schon gestern Tesla-News, aber jetzt gibt es schon wieder neue und es geht wieder um die Tesla Gigafactory. Aber nicht um die in Berlin, sondern um die in Shanghai. Da hatte Tesla ja bereits letzten Januar den ersten Spatenstich getan und baut da auch schon teilweise Tesla Model 3s. Aber das Ding ist noch nicht fertig und dafür haben sie jetzt Geld bekommen. Und zwar als Kredit gibt es 1,4 Milliarden US-Dollar von diversen chinesischen Banken. Und das Geld wird über 5 Jahre verteilt, sichert den Ausbau der Gigafactory und natürlich auch den Ausbau generell aller China-Aktivitäten von Tesla. Nächstes Thema, Vodafone. Auch die sind aktiv und bauen, und zwar Mobilfunkstationen. Und sie bauen jetzt eine in Torgelow, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und was ist daran so besonders? Denn Mobilfunkstationen werden ja ständig irgendwo gebaut. Das Besondere ist daran, dass diese mit Windturbinen läuft. Also die bezieht ihre Energie aus Windturbinen. Die kommen von dem Startup Movea. Und es ist eine Idee von der Technischen Universität in Berlin. Und das Ziel ist logischerweise, dass die Unternehmen so wirtschaftlich Windstrom nutzen können, direkt am Objekt, sage ich mal, also Mobilfunkmast und die Höhe mit dem Windrad. Das klingt schon erstmal sinnig. Und Vodafone will bis 2021 mehr als 1100 ihrer Mobilfunkstationen mit Solaranlagen ausstatten. Und so zusammen mit diesen Windrädern ab 2022 komplett grünen Strom für ihre Mobilfunkstationen zu nutzen. Nächstes Thema ist eher ein kleines Thema für alle, die auf Android unterwegs sind und den Google Play Store nutzen. Da sind ja bislang oder sind immer noch YouTube-Videos eingebunden, wenn man sich Apps und Spiele anschaut. Bislang waren die immer auf Autoplay, was, das wissen wir alle, nicht nur von dem Google Play Store, sondern auch von Facebook und Co., die nerven, logischerweise. Und endlich hat Google es geschafft und im Google Play Store gibt es jetzt eine Option, um das Autoplay abzuschalten. Das ist sehr schön und auch schon längst überfällig. Es gibt wie üblich aber auch wieder 3 Optionen. Man kann es grundsätzlich anlassen, grundsätzlich abschalten oder aber nur im WLAN automatisieren. Das heißt, dann spart man zumindest die mobilen Daten. Letztes Thema für heute, Pokémon. Ja, man muss jetzt nicht mehr entweder Pokémon Go installieren oder eine Nintendo-Konsole rausholen. Nee, man kann jetzt auch in Facebook Pokémon spielen. Ja. Im Facebook, im Gaming-Tab und in der immer noch in Beta zur Verfügung stehenden Facebook-Gaming-App gibt es jetzt 2 Pokémon-Titel. Und zwar Pokémon Medallion Battle und Pokémon Tower Battle. Tower Battle gibt's halt auf der ganzen Welt. Das kann jeder spielen. Und Medallion Battle, das ist eher so ein traditionelles Kartenspiel. Das ist für den asiatisch-pazifischen Raum. Sprich, das kann man nicht überall spielen. Und bis jetzt gibt es auch noch keine In-App-Purchases, also man kann kein Geld ausgeben erstmal. Klingt gut, aber machen wir uns nichts vor, über kurz oder lang wird man da auch sein Geld los. Und wenn wir schon beim Thema Pokémon sind, seit heute Nacht, Mitternacht, läuft auch das Pokémon-Weihnachts-Event. Wenn ihr Pokémon Go spielt, schaut mal rein. Gibt auf jeden Fall ein paar neue Pokémon, ein paar neue Features. Heute gibt es, glaube ich, doppelt Bonbons, wenn man tauscht mit seinen Freunden. Und dann wechseln sich die Specials ab über die nächsten Tage bis, glaube ich, Silvester hin. So, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen heiligen Abend. Frohe Weihnachten, feiert schön. Und mal schauen, ob wir uns über die Weihnachtsfeiertage hören. Spätestens am Freitagmorgen habt ihr nochmal ein Geek Talk Daily für euch in eurem Podcatcher. Bis dann, ciao, ciao, bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.